Sag mal, Quaster, du hast ja, ich weiß nicht, ob immer noch, aber zumindest früher ein ziemlich schräges Hobby gehabt. Du bist nie ohne deine 8 mm auf Reisen gegangen, ne? Ja, die haben wir uns in der damaligen Sowjetunion gekauft. Aber da war ich nicht nur der einzige Maschine. Wir haben zu dritt zugeschlagen und haben im Prinzip alle gefilmt, was uns so vor die Linse kam damals. Und manchmal habt ihr dann wahrscheinlich auch, um der Polizei irgendwie wichtige Dokumente oder Zeugenaussagen liefern zu können, gefilmt, wenn es mal richtig daneben ging, zum Beispiel in Bratislava, meine ich. Ja, also in Bratislava ist unser Techniker mit einer Straßenbahn zusammengefahren. Oh, oh. Und haarscharf mit dem, hat mir am Leben vorbeigeschrammt. Am Leben? Am Tod vorbeigeschrammt. Guck mal hier, ich glaube, ja, genau, das haben wir nämlich hier. Da stehen wir und jetzt sehen uns unseren Trümmerhaufen an. Oh. Da ist die Straßenbahn drin und wenn ein Stück weiter nach vorne die Hammond-Orgel. Wie jeder weiß, was so eine Hammond-Orgel heute wert ist. Sicher nicht, aber was hat sie denn damals gekostet? Na, ich schätze mal so 20.000, 30.000 Mark wären es schon gewesen. Ist ja dann doch eine ganze Menge Geld. Da war dann die komplette Anlage drin. Ja. Da war die komplette Anlage drin. Das war der Schnurverstärker. Alles war kaputt. Ja, alles war kurz und klein. Und wir konnten natürlich, das hat da hinten drin zu stehen, ja. Wie ging es denn dann weiter? Also ich meine, wenn alles im Eimer war? Ja, da, wir haben dann von der, wie hieß die Band? Von Kollege Musikum. Haben es von überall dann sozusagen ein paar Klamotten zusammengeborgt, Boxen, Verstärker. Und es hat ja aber noch das Transportmittel gefehlt. Eben. Und da können wir uns ja vielleicht heute auch nochmal bedanken bei einem gewissen Knut Vietze, der ist das aber damals gut eingerichtet hat, dass wir einen neuen Barkas bekamen. Das hat er mir nämlich neulich erzählt. Den da vorher halt, nein, die Kollegen wussten das, aber er durfte was damals. Was zahlt er euch für diesen Abend, dass du ihn immer wieder erwähnst? In der SU habt ihr auch mal gefilmt, da habt ihr eine Tour gemacht und ich glaube, das ist nur wirklich unveröffentlichtes Filmmaterial. Ja, alles ist unveröffentlicht, aber so sieht's auch aus. Schauen wir mal. Das ist also wo? Das ist in Alma Ata, auf dem das ist das höchste, wie sagt man, die höchste. Das war eine Trasse hier, oder? Nee, in irgendeinem Bus hinzu. Das ist alles in Alma Ata, ja, genau. Und da kann man ja heutzutage nirgendwo mehr hinfahren, da wo wir überall gewesen sind. Naja, vielleicht kann man schon noch. Naja, aber gut. Wie oft wart ihr in der Sowjetunion? Also insgesamt ein Jahr, nehme ich mal an, wenn man das zusammenrechnet. Und ich habe also gehört oder gelesen, dass also auch die russischen Frauen irgendwie ganz was Besonderes sein sollen. Ja, da bin ich nicht so der Richtige. Da müsste man Harry fragen. Das ist natürlich jetzt diplomatisch wertvoll, so zieht man sich aus der Affäre. Wenn ihr mal so zurückschaut, wo wart ihr am liebsten? Also ich meine, helft mir mal, ihr wart ja in mehr als 20 Ländern. Das ist Will und Werri. Also interessant war natürlich zum Beispiel Finnland. Ja. Da haben wir nämlich mit Chuck Berry zusammen gespielt. Und wir haben zu dieser Zeit damals gerade unsere Rock'n'Roll-LP gemacht. Und wir haben da einen Titel drauf gehabt, der hieß Brown Eyed Handsome Man. Der war von Buddy Holly, aber Chuck Berry hat die Musik gemacht, beziehungsweise den Text. Und wir haben ihn nach diesem Text gefragt. Wir hatten keine gedruckten Texte. Und da ist Peter zu ihm hingegangen in Finnland und hat ihm sozusagen ihn nach einem Text gefragt und er hat ihn dann auch Tatsache diktiert, obwohl er auch nicht mehr so genau wusste, wie er ging. Ja, ist klar. Ja, Finnland, also eigentlich war es überall schön, wo die Konzerte gut waren, wo die Konzerte gut vorbereitet waren, wo die Bühnenbedingungen gestimmt haben, wie zum Beispiel in Portugal, wo 180.000 Leute waren. Wahnsinn. Das war also absolut gigantisch oder auch natürlich an der Waldbühne zu unseren 30-Jährigen, das war natürlich auch schon toll. Ich meine, so eine Waldbühne heutzutage auszuverkaufen, das ist schon toll. Dann kommst du hin zwischen vorher und denkst, die Leute sind alles deinetwegen da. Das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Schon geil, ne? Ja.